So, Freunde, willkommen zurück zu Donkey Kong 64 Part 1. Hä, hier stimmt was nicht. Vielleicht sollte ich doch mal den Selfie drücken, bevor ich den Aufnahme-Button drücke. Ganz geniemäßig, wenn man gemacht. Ja. Naja, der Lord ist Let's Plains. Nicht mal mehr der Bedienstete des Let's Plains. Ich denke mal, wir sind alle bereit, zu das Geheimnis zu lüften. Was war das schon wieder für ein Sprachfehler? Was da drin für ein Minispiel auf uns lauert? Und natürlich auch werde ich hier die Frage stellen zur Skype-Verlosung. Nicht wahr? Habe ich ja nur oft genug gefragt. Und jetzt will ich es mal durchführen in den drei Parts, ne, habe ich ja erwähnt. Und ihr schreibt einfach mal in die Comments, ohne irgendwelche Bedingungen, ja, so wie das andere gerne YouTuber machen. Hä? Wieso hat das nicht funktioniert? Hm. Hä? Naja, auf jeden Fall machen die anderen YouTuber das gerne, ne? Favorisieren, abonnieren, Daumen hoch, und was nicht alles. Und dann darf man an so einem Gewinnspiel teilnehmen. Nee, ihr müsst einfach bloß, naja, zu meinen Zuschauern gehören einfach nur, ne? Ach, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Und ich hatte recht, der Bananenbandit. Hahaha, verkackt. Ich habe gar nicht geguckt, ob jemand Comments geschrieben hat. Haha, fail. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr denn Skype haben wollt, ne, einfach einen Comment schreiben, warum ihr das wollt. Und ich suche mir dann aus diesen drei Videos jeweils einen raus, der dann von mir eine PM bekommen darf. Dass er gewonnen hat und mich mal in Skype adden darf. Oder andersrum, ist mir eigentlich egal. So einfach wie man ein bisschen den Banan-Jackpot knackt, nicht wahr? Wir wollen doch die dickste Banane. Das ist doch an Herrenfach nichts Unübliches. Boah, das wird immer schneller hier. Hilfe, 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 Hilfe. Ich kriege hier gleich einen Speedflash. Oh. Well done. Oder immer schön mit geilem Glitzerfunkelgedöns, was gar nicht zum Herrentag passt. Die Next Banane. Points. Oh, Banane für Diddy Kong. Oh, yes. So sieht's aus, Mann, Leute. Oh, yeah. So, jetzt muss ich mal gucken. Du hast noch keine Blaupause. Du ebenfalls noch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du schon? Nein, du schon. So gut, dann habe ich ja auch noch das erledigt. Die Krone habe ich gemacht. Ja, das war im letzten Part. Das habe ich noch im letzten Part gemacht. Gut, so viel dazu. So viel zum nächsten kommt jetzt erst. Das da hinten will ich mal machen. Dafür brauche ich Chunky, ne? Den großen Chunk aus Minecraft, nicht wahr? Nein, ich packe jetzt keine Minecraft-Insider aus. Obwohl, hier mal sich runterbuddeln durch den Sand mit einer Schaufel und Diamant suchen? Hm, warum nicht? So, Chunky, komm mal mit. Ich will nicht. Ja, ja, du willst nie. Ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich die 5 nutze. Meine klassische Zeugniszensur, nicht wahr? Hey, du bist immer schlecht. Das war ein Witz. Aber naja. Badada. Weil da drüben war doch das mit dem Riesenfass jetzt, was ich bekommen habe, ne? Ja, ich kotze ins Wasser, schon klar. So, hier einmal gefup. Jetzt hat das schon wieder benutzt. Einmal Chunky Mus, Maximus, nicht wahr? Aber Chunky, aha. Voll geil. Hier brauche ich eine Stampfattacke. Was? Oh, und was kriegen wir dafür? Oh. Ein Stein geht kaputt. Mann, wie schön, wir zerstören die ganze Landschaft hier, ist das echt nicht in Ordnung, muss ich ja mal sagen. Also Greenpeace, ne, die werden sauer, aber auf jeden. Also, wo ist denn der Stein? Irgendwo da hinten. Wir sind wirklich ganz schön riesig geworden, muss ich mal sagen. Ja, ich mach mal die Tür auf. Aber die komischen Popel-Bienenbomben, die könnten uns trotzdem verletzen. Irgendwie wurde der Baum da gerade nicht angezeigt. Das war ziemlich fail, oder? Ja. So, Banana, eine riesen Banane, alte Scheiße, ich guck mal das mal in klein an. Wow, die reicht ja für 10, oder? Yeah, yeah. Oh, Ananas, oh, Chunky, gib mir davon ein paar Mal ab, Alter. Oh, ich liebe Ananas, kann ich stundenlang drinnen liegen, ihr könnt drin baden. Obwohl das ja ein bisschen eklig wäre, ne? Kann man sie nicht mehr essen danach. So, hier ist ja gar keine Musik. Das Spiel entscheidet sich auch nicht wirklich, oder? Aber gut, ich streite mich darum nicht, so, was ist das für Chunky jetzt noch nicht alles gewesen, oder? Da ist noch mehr zu tun. Ich glaube aber, ich weiß auch genau wo. Ich denke mal zur Zeit, dass wir denn mal gucken, wie sieht's in der siebten Welt aus. Die fand ich ja ziemlich episch, aber ich werde sie hassen. Ich werde sie so sehr hassen und ihr wisst genau warum. Ihr wisst es, ich weiß, dass ihr es wisst. Und wenn nicht, dann sage ich nur Biber Butzemann, nicht wahr? Und das im Doppelpaket.
Da hat mir ja schon jemand einen Comment geschrieben, dass er sich darauf freut. Ich sage, danke, ihr freut euch. Ja, ne, also wenn ich viel Fails mache, gibt's Daumen runter, nicht wahr? Aber freuen tut ihr euch trotzdem, nicht wahr? So nach dem Motto, erstmal kaputt lachen, dass der dumme Kai sich da anstellt wie die letzte Pussy. Und dann auch noch einen Daumen runter. Ja, das war very good, ne? Dafür mache ich Let's Plays. Man wird doch als Let's Player echt gerne gemobbt. Aber man muss ja auch ziemlich standfest als Let's Player sein. Also wenn man nach einem hält, dann immer gleich, ich hör auf. Jemand hat gesagt, er mag meine Mama nicht, oder weiß ich, so ein Zeug. Und dann vergammelt man sich gleich in seine letzte Ecke wie so ein Mäuschen. Dann kann man sich gleich verpissen in der Welt. Also in der Let's Player-Welt jedenfalls. So was bist du hier für ein Klöten-Hansi, Alter. Jetzt kriegst du aber erstmal auf die Schnauze. Guck mal. Hier ist doch blau. Boing, er haut sich erstmal die Keule auf den Kopf. Er kann offensichtlich keinen Blau sehen. Hier brauche ich Chunky. Der braucht nochmal was Maul. Scheiße. Und blaue Hyperwave. Als Kind habe ich da mal Surfer-Attacke draus gemacht, weil mich das immer so ein bisschen an Pokémon mit den Farmen und Typen erinnerte. So, Chunky, komm mal her, du musst mal einen Stein für mich beiseite schaffen. Der Lenky ist zu schwach dafür. Der hat zwar lange Arme, aber keine starken Arme, ne? Er ist halt ein Orang-Uta und kein Gorilla-Gedöns, ne? Einer schrieb ja damals mal, dass ich wusste ja nicht richtig, wo ich Chunky affenmäßig hinordnen sollte. Also Donkey Kong ist natürlich klar, wo die Fresse kann nur einem Gorilla gehören. So, das ist für Lenky. Da oben brauche ich 80 Bananen. Sieht man mal, für die letzte, im Grunde letzte Welt braucht man nur 80 Bananen. Und ich habe 50 mehr, fast 60. Das ist ja ein bisschen lame. Aber na gut, whatever. Zeit für Lenky Kong. Ich glaube, da oben war noch ein Item-Fass, oder? Ein Item-Fass. Wie komme ich gerade auf Items? Ja, genau. Ich merke mir wirklich jeden beschissenen Scheiß, ja. Irgendwelche Minispiele in irgendwelchen Fässern. Ich kann mir jeden Scheiß aus jedem Spiel merken, ja. Das ist furchtbar. Mein Hirn ist ein Lexikon für das, was Spiele angeht, aber den alltäglichen Kram, den behalte ich mir grundsätzlich nicht. So Schule und so. Aber naja, Spielen ist ja auch wichtig als Zocken, ne? Ja, ja, so sind sie, die Gamer. So, hier mal. Oh, ich wollte eigentlich erst das Feld machen, aber na gut. Wir gammeln direkt und wir kriegen Schein oder Sein. Das ist hier die Frage. Wir müssen wieder mal grüne Krokos töten. Greenpeace wird uns gleich wieder an den Hals springen. Aber scheiß drauf, das Risiko gehe ich ein. Da hier, guck mal, da ist er. Ah, stopp! Da ist er! Los, triff! Da ist der nächste Mann! Und richtig schön weggesmashed hier, los, Mann. Und oh, richtig schön weggesmackt, Alter. Da ist der nächste, da ist der nächste. Feuer! Ballermann und Söhne! Und der nächste, da ist der nächste, da ist der nächste. Hier, Mann. Und dann nochmal. Well done! Die Potsau wäre down. Und der nächste Banane gehört mir. Der nächste Banane ist Mine. Nee, mein. Ach ja, schlechtes Pseudo-Englisch ist doch so genial, oder? Und dann noch Lenky jetzt mit 4 Bananen. Fehlt ja wohl noch ein bisschen Blaupausengedöns. Und das müsste eigentlich irgendwo auch hier sein, oder? War das nicht so? So, mal gucken, komme ich hier irgendwie runter, ohne zu sterben? Ja. Oh, 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 oh. Ja, kannst du vergessen, Kollege. Sehe ich ja aus wie eine Strohpuppe oder was, die du boxen kannst, weil du Bock hast. War hier nicht auch irgendwo eine Lenky-Blaupause? Mir war so, dass hier irgend so ein Typi versteckt war. Halt's Maul, Mann. Lass mich in Ruhe. Weil, guck mal da. Ah, ja. Ach, das ist ja für Didi. Das ist ja gar nicht für Lenky. Da war ich gerade falsch irgendwie. Da war ich an der Front. Aua, oh, scheiße, Mann. Sag mal, du Pissnelke. Jetzt kriegst du ja erstmal hier Blümchen-Hyperwave-Modus ums Schnauze, ne? So richtig schön die Keule auf dem Eumel. Ich will Blut sehen am Herrentag, Alter. So, jetzt hier, naja. Wow, getauscht. Donkey Kong muss ich da einfach raufschießen, weil das sieht ja nicht aus wie ein Schalter unbedingt. Rolling Stones, Rolling Monkeys, nicht wahr? Das ist jetzt die ganz neueste Band, nicht wahr? Einfach raufballern? Ja. Macht zwar keinen Sinn, aber naja, warum müssen denn Donkey-Spiele Sinn machen? Das ist ja bei langem nicht so. Bam, bam, bam. Alte Scheiße, noch eine. Ne, Rotpause, natürlich, ne, ist ja eine rote Pause. So, ich glaube, ich schieße den erstmal da und. Fatz, 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 bam, 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 Schletz hier. So, einmal rübergejumpt und schon mal die Rotpause eingesammelt und dann, hepp, zappa, und dann hier mal die Treppen hoch und trappen und so, ne. Typi, lass mich rein, Mann, mach schon, ich will weg hier, Mann, ich warte seit vielen, vielen Parts auf dich, los, ich will weg hier. Na gut, Freunde, würde ich sagen, stürzen wir uns ins Getümmel, oder? Ja, let's go.
wenigstens mal einen Blick riskieren, Levelname erfahren, hast du nicht gesehen, Banane Co. Und die Cutscene gucken, ja, ist ja klar. Komm ich raus hier, bevor der Fetzer kapiert das. Die Kongs gerade die Penis einer behämmerten Maschine entdecken. Oh, einer, der die Blaupausen oder was auch immer pausen. Fetzer, ja, ich würde meine letzten Worte sorgfältiger wählen. Was ist das? Wer ist da? Ich glaube, er hat sich verlaufen, oder? Oh, oh. Offensichtlich ist K-Will aufgestanden. Es hört sich so an. Hast du noch einen letzten Wunsch? Ich muss weg hier, Mann. Oh, oh. Dort drüben, da bin ich sicher. Ich glaube nicht. Oh, oh. Wieso nicht? Also, ich würde sagen, Mahlzeit. Einfach mal ganz spontan. Wir sind in der letzten, ja, vorletzten Welt, dem Kamikaze-Kastell. Ich hätte als Donkey hier reingehen sollen und irgendwie ist da irgendwie so was Metallenes und, Alter, hier stürze ich bestimmt irgendwann mal in diesem Let's Play ab. Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Weil, naja, da ist man so ein bisschen prädestiniert für hier. Weil hier kann man dann wirklich an allen Ecken und Enden runterfallen, das ist ein bisschen assi, aber na gut. Alles für Donkey hier, das ist ein bisschen scheiße. I must change the character. Sonst I will be coming not happy oder lucky oder ach, weiß ich. So, was hier erstmal Platten aktivieren. Was ist das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Werde ich jetzt hier in Mathe examiniert, Alter? Das ist ja übel. Kannst du bis 5 zählen, Didi? Naja, 4. Danach weiß ich nicht, was das für eine Zahl ist. Ja, Didi, das glaube ich dir. Nein. Wir wollen die F hier nicht mobben. Es sind ja mal in 5, also müssten sie auch bis 5 zählen können. Ich würde sagen, ich hole mal Donkey Kong raus und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's denn hier weiter, Freunde. Bis dann wieder. Macht's gut. Haut rein und ciao. Bis dann.